schönen guten Morgen aus dem sonnigen Köln. Aus dem staureichen Köln. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin auf dem Weg nach Maischoss. Rundrum da ist alles gesperrt. Ich habe da jetzt gerade meine Kunden angerufen. Also ich habe 4 160er Trommeln und Schutzrohr. 6 Rollen. Genau. Das laden wir dann ab. Und dann müssen wir in, was stand da, Kerpenhorn, müssen wir 4 250er abholen, leere. Aber erstmal müssen wir gucken, dass wir hier durchkommen. Dann müssen wir gucken, dass wir den Kunden, also die Dorfstraße in Maischoss, ich weiß, wo die ist, aber ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Ne? Ich bin mit Anhänger. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da gleich vernünftig hinkommen. Es ist einfach nur eine Katastrophe da unten. Ich war gestern auch da und das sieht nicht gut aus. Da wird mir mal komplett anders, wenn ich da runterfahre. Ne? Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier durch den Stau kommen. Ich denke mal, vor Bonn haben wir noch mal ein bisschen was. 13 insgesamt. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Es ist ein schöner Morgen. Hoffentlich kommen wir jetzt hier überall gut durch, ey. Oh. Ich habe ein flaues Gefühl im Bauch. Ich kam mir gerade in einer Verjüngung im Dorf so ein 4-Achser Feuerwehrwagen entgegen. Der Mann hat mich irgendwie falsch geschickt. Der Lümmel. Aber die waren sehr nett. Aber ich bin falsch gefahren, weil er dachte, das wäre hier zu eng für mich. Aber noch kann ich fahren. Jetzt muss ich gucken, wie ich irgendwie nach Maischoss komme. Irgendwo muss ich da gleich für mich mal rechts abgehen. Ich weiß noch nicht wann. Und was das für ein Sträßchen ist. Ich bleib gleich nochmal stehen, da rufe ich den Mann nochmal an, für den das hier ist. Und dann hören wir mal, bevor ich hier irgendwie Driss mache, weißt du? Nutzt die Straße hier, ey. Eieieiei, okay. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir hier rauskommen. Sieht das nicht toll aus hier? Ich müsste jetzt gerade mal anrufen, glaube ich. Besser wäre das, dass ich mal gerade telefoniere. Sonst habe ich nachher hier irgendwie Probleme. Guck mal bitte hier. Unfassbar. Wir müssen gucken, dass wir hier vernünftig durchkommen. Brücke. Wir müssen gleich irgendwann da sein. Noch ein paar Meter schon, da sind wir da. Ich mach den Warnblinker mal aus, Junge. Wir haben schon 9.45 Uhr, Junge. Du verlierst so viel Zeit, aber guck dir das mal an, dann weiß ich genau warum. Immer locker bleiben. Ich habe wieder so ein komisches Gefühl im Balsch. Leck mir am Arsch. Okay, der will da kippen, alles klar. Ich habe jetzt schon abgeladen, hier. Dir wird ein bisschen komisch so in der Magengegend, wenn du hier bist. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Guck mal bitte. Hier kannst du nichts mehr von dir brauchen. Hier stand eine Sparkasse, hat er gesagt. Eine richtig schöne, urige Sparkasse. Weg. Weg. So, wir räumen auf. Und dann... Ich weiß auf jeden Fall, Maischoss ist dann jetzt hier der Platz, wo das Zeug immer hinkommt.
beim nächsten Mal. Guck mal bitte. Kannst keinem erzählen. Mir ist schlecht. Mir ist ganz einfach schlecht. Jo, wir fahren einfach mal Dumper durch die Gegend. Er hat Überbreite und hat mir jetzt einen schönen Stream gezogen. Den haben wir, achso, da können wir mal den Kilometer eintragen von. Hallo? Achso. Von heute Morgen, weißt du. Was machst du denn jetzt hier? So, das haben wir gemacht. So, Kilometer ist drin. 5:30, 6 Uhr war ich beim Kunden. Heute ist der 24.08.21. Und jetzt fahren wir die 250, alle leer. Das können wir auch hier reinschmeißen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch das Wasser stand. Erste Etage war halb oder auch ganz weg. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie hoch das ist. Das ist nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Fakt ist, hier war nur Wasser. Komplett hoch. Minuten Stau. Wir fahren nach Horm und holen vier, habe ich gerade schon gesagt, Kabeltrommeln weg, ne? Wir waren gerade Bundeswehrsoldaten hier und sind Klamotten aus einem Haus am rausräumen, so wie ich das gesehen habe. Super drauf. Ich sollte ein Buchkonzert geben. Habe ich natürlich getan und alles Gute gewünscht. Boah, Junge. Jetzt stehen. Okay. Die Kabeltrommeln stehen da vorne, sind immer nicht leer. Linienverkehr muss durchfahren können. Okay, alles klar.
ein bisschen doof. Aber es klappt. Ah. Jetzt drin. Das wäre es fast gewesen. Also so oft wie die GoPro 9 mir schon hingefallen ist. Die werden jetzt fast hier durch den Ritz gefallen. Unten in die Erft rein. Ist das nicht toll? Da wäre der Film jetzt Geschichte. Geschichte. Wie oft die mir schon hingefallen ist. Ey, das ist ein... Ich hasse diese GoPro 9, ne? Ja. Ach, ich habe ja noch gar keine Kanzhölzer drauf. Dirk. Dirk, du musst dich ein bisschen mehr bemühen. Das sage ich dir aber. Guck mal, normal muss das festgemacht werden. Normal kann ich dich stehen lassen. Normalerweise, Alois, glaube ich. So, dann bin ich fertig, aber ich muss jetzt irgendwie mir ein Kabelbinder besorgen oder irgendwas, damit ich das festmachen kann hier. Das muss ich miteinander verbinden, das geht so nicht. Da rollt mir auf. Ich habe aber auch nichts, ne? Ich glaube, ich habe nichts. Ich habe Klebeband. Komischerweise. Wenn wir das jetzt hier miteinander verbinden, dann reicht das schon. Eigentlich. Einmal komplett durch. Machen die das nicht? Warum nicht? Tja, keine Ahnung. So, Männlein, und wenn du nicht weißt, was ein Bockdog ist, dann kann ich dir das jetzt zeigen. Ich bin an der Aral in Sindorf. Ich war jetzt gerade hier in Rom auf der gesperrten Straße, habe vier 250er geholt und habe mir hier Bockdog. Könnte ich auch nicht. Das komische Ding hier war ein Backofen. Und dann hat die Wurst da reingeballert. Warte, ich probier. Oh. Nach dem Schock von Maischoss. Ja, ja. Nach dem Schock von Maischoss heute Morgen, wo ich übrigens morgen auch schon wieder bin, habe ich jetzt vorgeladen. Das ist total geil. Ich habe ja eben die vier Kabeltrommeln da geladen in Horm, ne? Und die habe ich ja jetzt noch weggefahren, weil bis 3 Uhr kannst du hier locker dein Zeug wegbringen. Habe ich gefragt, ob ich vorladen darf, weil ich war im Büro und habe gefragt, was ich morgen habe. Ich habe morgen Nachmittag ein Terminchen und dann habe ich vorgeladen. Maischoss, Rech und Euskirchen. Wie findet ihr das? Und das Geile ist, das haben wir alles auf den Motorwagen. Das heißt, ich stelle jetzt gleich mein Fahrzeug in die Ecke, trenne den Anhänger vom Motorwagen und dann fahre ich morgen solo. Um 4:30 fahre ich los. Ach, 4:30. Ich fahre um 4:30. Ich fahre um 5:30. 5:30, 6:15 fahre ich los Richtung Maischoss. Ganz gemütlich. Für Maischoss unten habe ich zwei kleine Kartons. Zwei kleine Kartons habe ich dafür. Das machen wir morgen. Fahren wir erstmal hier auf der Bahn. Zwei große Kabeltrommeln habe ich, die sind aber für Resch, für Maischoss zwei Kartons und der Rest für Euskirchen. Achso, Resch kriegt noch irgendwas. Jetzt bin ich hier auf dem Hof, ich habe vorgeladen, ne? Für Resch, für Maischoss, Euskirchen, das ist schon mal wunderbar. Den Anhänger habe ich abgemacht, den brauche ich morgen nicht. Jetzt habe ich wahrscheinlich morgen die Chance waschen zu gehen, zu fahren. Das ist natürlich dann ohne Anhänger. Aber dann ist der Motorwagen wenigstens sauber, ne? Ich muss mal gucken. Je nachdem, wie früh ich morgen fertig bin, werde ich anrufen bei dem Kunden, ob ich vorladen kann oder soll.
Solo oder Mithänger, dann müsste ich den Anhänger holen, weil das kann sein, dass ich was früher fertig bin. Ich habe aber morgen auch einen Termin und deswegen ist das schon gut, dass ich vorgeladen habe. Dann kann ich nämlich, ich muss morgen wieder dahin, wo ich heute war. Da wird mir wieder ganz anders. Das ist schon, ja. Ich fahre mal nach Hause. Einen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben Mittwoch. Ich fahre wieder nach Maischoss und Resch. Da fahren wir jetzt hin. Bin quasi wieder hier unten in diesem Katastrophengebiet. Es ist unfassbar. Wenn ich im Moment deswegen nicht so gut drauf bin, dann entschuldigt das. Aber wenn ihr das so aus dem Fernsehen seht, dann ist das was anderes wie wenn ihr hier vor Ort seid. Euch wird schlecht. Euch wird schlecht. Also mir wird immer schlecht. Ich kann ja normal echt alles ab, aber wenn ich das hier sehe, das Leid, dann ist das nicht so gut. Guckt ihr das mal an. Wir haben jetzt noch 4,2 Kilometer. Fahren wir erstmal da hin, wo wir gestern waren. Da haben wir zwei kleine Partien für. Die können wir mit der Hand runterschmeißen. Und dann fahren wir die zwei großen Trommeln, fahren wir nach Resch. Das ist ja auch direkt da, ne? Du kannst dir das hier einfach nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Straße einfach weg. Jetzt gerade mal kurz angehalten hier und war auf dem Dixie. Da stehen immer so jede Menge so am Straßenrand oder so, ne? Also ich war jetzt auf einem sehr, sehr, sehr sauber. Das ist einfach alles kaputt. Einfach alles kaputt. Zwei Sachen, die ich jetzt hier abgestellt habe. Wer sich wundert, warum das so wenig ist hier. Ich habe jetzt hier ein paar hundert Meter weiter die nächste Baustelle. Da gehen die zwei Trommeln hin und die Ringware hier. Es ist echt nicht mehr. Es ist. Das kannst du nicht begreifen, ne? Das kannst du echt nicht begreifen. So, ich habe das jetzt abgeladen, das bisschen. Habe ich ja gerade gesagt, ne? Jetzt fahren wir. Keine Ahnung, was ist das? Kilometer oder was? Fahren wir jetzt rüber. Da müssen wir noch ein bisschen warten, weil der Mann sagte, der könnte in einer Dreiviertelstunde. Ist aber auch kein Problem. Ich muss irgendwie über so eine Bundeswehrbrücke und ich weiß, wo eine ist. Und das sieht für mich ein bisschen kompliziert aus mit meinem Fahrzeug jetzt hier.
Da muss ich gleich mal gucken. Ich kann zwar hoch machen, aber... Da schauen wir gleich mal, ob das funktioniert. Das weiß ich nämlich noch nicht genau. So, ich habe jetzt mit der Bundeswehr hinten gequatscht. Ich muss auf jeden Fall über diese Brücke hier, weil hinten kommt jetzt gleich ein... da kommt jetzt gleich ein Brückenpanzer. Der nimmt die Brücke auf. Dann muss ich über die Brücke. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie ich ja eben in Meisters stand, da hat der gesagt, der kommt in einer Dreiviertelstunde. Und für diese Brücke da kommt jetzt gleich ein Brückenpanzer. Und ich glaube, ich muss darüber. Das heißt, ich glaube, ich muss darüber. So, dann würde ich sagen, probieren wir mal, darüber zu fahren. Das geht immer sehr steil rauf und runter hier, hoffentlich. Ich muss auf meinen Tank gucken, ey, nicht, dass ich mit dem hängen bleibe. Passt. Jetzt ein zusammengefallenes Haus und da müssten wir eigentlich hinter. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wunderbar, er zeigt mir wo und dann schmeißen wir die Dinger runter. Die Brücke kommt jetzt weg, da kommt jetzt, schade, hätte ich gern gesehen, einen Brückenpanzer. Das hätte ich gern gesehen und hier ist das Haus, wo wir hinter müssen, hat er gesagt. Da rutscht dir das Herz in die Hose, war, wenn du über so eine Brücke fährst. Das war das erste Mal. Aber, mein lieber Mann. Der Brückenpanzer. Schade. Können wir jetzt nicht sehen. Können wir jetzt leider nicht sehen. Wir räumen auf. Die Ringbare noch. Schmeißen wir da hin und dann sind wir weg. Junge! Hier wird Gewerk.
Ich bin auch mittlerweile fertig in Euskirchen. Da habe ich die Rohre abgeschmissen. Und der kleine Kabel, die Düns, die Ringware. Den Schein habe ich dran gemacht, aber die Leute wissen Bescheid. Ich habe von dem Ansprechpartner keine Telefonnummer auf dem Schein. Ist aber egal. Wir fahren jetzt nach Weilerswist in die Waschanlage. Ich war gerade an der Tank, habe mir einen Milchkaffee geholt hier an der Avex. Bei Euskirchen, wohl. Ja. Fahren wir jetzt zur Waschanlage. Ich hoffe, da ist nicht so viel los. Dann rufe ich an, ob ich irgendwie vorladen kann. Solo oder Mithänger. Wenn Mithänger, kann ich den ja eventuell noch holen. Müsste ja von der Zeit her passen. Gucken wir gleich mal. Fahren wir erstmal waschen, damit der Ding hier wieder sauber ist. Dreimal darfst du raten, was ich gemacht habe. Ich war ja eben in der Waschhalle. Und ich war ja heute solo unterwegs, also ohne Anhänger. Und der Anhänger war total dreckig. Guck mal bitte. Was sagst du? Ist das okay für dich? Ich habe mir gerade ungefähr 127.000 Eimer Wasser geholt und habe dann meinen Anhänger hier auf dem Schotter gewaschen. Ja, ich finde, oder nicht?